Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich, ehrlich, menschenhautnah. Mein Name ist Lisa Trompisch und ich darf hier wie immer an dieser Stelle spannende Gäste und ihre außergewöhnlichen Lebensgeschichten präsentieren. Und meine heutigen Gäste gehören wirklich zu einem der Traumpaare der heimischen Musical-Szene. Wir sprechen gleich über ihr soziales Engagement, ihre großen Karrieren und was ihre beiden Töchter mit Superman gemeinsam haben. Ich bin froh, dass sie heute da sind. Marjan Schaki und Lukas Perlmann, schön, Hallo. Dass ihr da seid. Dankeschön. Wir haben schon vorher ein bisschen gesprochen. Eure Liebesgeschichte ist ja wirklich wunderbar. Ihr habt euch 2005 just bei Romeo und Julia kennengelernt. Da hat es gefunkt. Ihr seid mittlerweile verheiratet, nach wie vor ein Paar, wie wir sehen, und happy peppy. Was ist denn euer Geheimnis? Wie kann man sich nach all den Jahren die Liebe bewahren? Vor allem auch noch, wenn man im selben Beruf tätig ist, wo vielleicht auch ein bisschen ein Konkurrenzkampf herrscht. Der Konkurrenzkampf ist, glaube ich, gar kein Thema bei uns beiden untereinander. Aber ich glaube, Verzeihen ist ein großes Thema. Ja, doch. Ich glaube, man muss in einer langjährigen Partnerschaft verzeihen können. Und streiten und alles andere. Und ja, sich versöhnen. Das ist so gleich bei deiner Anmoderation, muss ich sofort schmunzeln, wenn wir als Traumpaar bezeichnet werden. Weil ich glaube, jeder, der uns ein bisschen kennt irgendwie, und der denkt sich, ja, da geht es schon manchmal zur Sache. Also wir haben schon ziemlich viel Turbulenzen in unseren letzten 17 Jahren auch erlebt. Aber das ist Leben, glaube ich, und ja, das gehört dazu. Es geht darum, dass man, wie man schon sagt, irgendwie schaut, wo kommt man wieder auf einen Nenner, und auch das akzeptiert, dass man natürlich verschiedene Wege auch manchmal geht und wo trifft man sich wieder. Ich habe auch schon gesagt, ihr habt zwei Töchter. Und was haben die mit Superman gemeinsam? Ich würde mal sagen, die Energie. Definitiv. Wenn sie einen Willen haben, dann setzen sie den durch. Aber meine Frau hatte einen ganz speziellen Wunsch, wie wir sie nennen, unsere Kinder. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe gedacht, wenn man Perlmann mit Nachnamen heißt, dann muss man als Zweitnamen Sue haben, ohne E. Und so heißen sie eben beide Sue mit zwei Namen. Also Ivy Sue und Liv gesprochen. Liv Sue, ja, sagt in Wahrheit niemand, aber steht im Pass drin. Und es haben uns dann auch ein paar Schlauköpfe darauf hingewiesen, wusstet ihr schon, das bedeutet Superman? Ich sage, wirklich? Tatsächlich noch gar nicht drauf kommen. Also es wird Zeiten geben, da werden sie uns lieben dafür, weil sie es witzig finden. Und dann wird es Zeiten geben, wo sie uns wahrscheinlich hassen dafür, dass wir ihnen diesen Namen antun. Die Große beschwert sich schon, weil sie sagt, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau. Aber jetzt per Frau klingt nicht so schön wie per Mann. Also ich glaube, wir bleiben dabei. Und es gibt ja noch eine schöne Neuigkeit, die beiden bekommen jetzt Geschwisterchen. Also du erwartest Zwillinge. Ja. Nein, wir erwarten Zwillinge. Natürlich. Schaut sofort, super, natürlich, ihr erwartet Zwillinge. Ja. Große Überraschung oder geplant? Also man weiß zwar, wie man es verhindert, sollte man zumindest in unserem Alter, aber es war tatsächlich ein bisschen eine Überraschung. Ja. Wir haben es eine Zeit lang versucht und dann haben wir gesagt, jetzt soll es wohl nicht sein. Und wie so oft im Leben, wenn man Dinge loslässt, dann kommt es doppelt. Ich kann nicht lügen, dass ich mich sehr gefreut habe bei dieser Nachricht, aber dass ich auch ein paar Stamperl Schnaps gebraucht habe, das ist definitiv auch so gewesen. Ja, das ist schon ein bisschen eine Umstellung, wenn man sich auf einmal die Kinderschar verdoppelt. Also, aber wir freuen uns schon sehr jetzt und es ist schon wieder nicht mehr wegzudenken. Darf man schon verraten, wann sie kommen werden? Ja, man kann es ja bei Zwillingen nicht so ganz genau sagen. Es wird irgendwann im Spätsommer dann soweit sein. Sehr schön. Und ihr habt ja euren Lebensmittelpunkt jetzt auch ein bisschen weg von der turbulenten Stadt aufs Land gelegt. In den Wienerwald seid ihr gezogen. Das heißt, da gibt es jetzt auch genug Platz für die Zwillinge. Genau, das hat mich dann ein bisschen entspannt, weil ich mir gedacht habe, ja, also den Wohnraum müssen wir jetzt nicht verändern. Ob in dem Haus jetzt zwei oder vier leben, Kinder, ist relativ egal. Also zumindest was den Platz betrifft, von der Lautstärke, das wird man dann sehen, wie das wird. Also, wir stören keine Nachbarn. Das vielleicht zieht der Papa dann den Keller runter. Nein, also von dem her ist alles gut und wir haben wirklich einen wunderschönen Platz zum Leben gefunden dort. Ich habe ja auch schon in der Anmoderation euer soziales Engagement, was euch sehr am Herzen liegt, angesprochen. Ihr habt euch jahrelang auch für die Haiti-Hilfe engagiert und dort dafür diverse Benefizgalen veranstaltet. Und jetzt am kommenden Montag wird es wieder ein großes Benefizkonzert geben, aber diesmal zugunsten der Ukraine, gemeinsam für die Ukraine im Raimund-Theater. Warum war das euch so wichtig, das zu organisieren und das auf die Beine zu stellen? Ja, wir haben die letzten Jahre ein bisschen weniger gemacht. Also gerade die großen Konzerte sind aufgrund auch der Kinder ein wenig in den Hintergrund gerückt. Aber
letzten Endes ist es dann doch immer so einfach, die Kollegen und Freunde zu mobilisieren. Und das ist, man fühlt sich weniger hilflos. Man kann irgendwie was tun, haben wir gesagt. Und diese Idee kam von Lukas sehr spontan. Und es war wirklich spontan mit einer Vorlaufzeit von 2 Wochen. Haben aber alle sofort zugesagt. Und das zeigt, dass die Menschen einerseits sehr gerne mitmachen wollen und helfen wollen, aber wir sind auch bereits ausverkauft. Was bedeutet, dass auch die Menschen einerseits wieder sehr gerne ins Theater gehen wollen, aber die Solidarität auch einfach wahnsinnig groß ist. Und weil wir ausverkauft sind, haben wir jetzt spontan auch noch gestern und heute organisiert, dass wir das Ganze on demand dann im Internet nochmal zur Verfügung stellen. Das heißt, ab dem nächsten Tag kann man dann für eine Spende an Nachbar in Not, kann man sich das dann anschauen im Internet bis zum Ostermontag. Das freut uns natürlich sehr, weil das Theater kann man nicht mehr größer machen. Wir haben aber noch viel Nachfrage. Es ist natürlich schade, wenn man dann Leute nicht dabei haben kann. Aber ihr könnt jederzeit bis Ostermontag kann man dann einfach auf www.musicalvienna.at kann man dann schauen und kann man sich einloggen und eben eine Spende leisten für Nachbarnot und sich das Konzert nochmal reinziehen. Ihr habt ja auch eine ukrainische Familie bei euch aufgenommen. Wie kamst du zu dieser Entscheidung und vor allem, wie ist dieses Zusammenleben? Wie funktioniert das? Also es war so, dass wir 2015 in dieser starken Flüchtlingsbewegung nach Österreich wollten wir auch irgendwas tun und damals hat es einfach nicht in unser Leben gepasst, muss man ganz klar sagen, weil wir gerade ein Baby bekommen haben, eine Wohnung hatten in Wien, nicht so viel Platz hatten und das wirklich schwierig gewesen wäre irgendwie. Da muss man, glaube ich, auch ganz klar bei sich selbst anfangen und schauen, geht das gerade in meinem Leben? Habe ich die Kapazität, da wirklich auch positiv jemanden zu unterstützen in dieser Zeit? Und damals war es einfach sehr schwer und da konnten wir das nicht machen. Und dieses Mal, wo wir jetzt immer ein Haus haben, haben wir gesagt, es gibt jetzt keine Ausreden für uns. Wir haben das Haus ja fast ein schlechtes Gewissen, weil wir da einen Raum haben, der ist einfach wirklich ausgestattet, auch wie eine kleine Wohnung. Und den wollen wir jetzt einfach zur Verfügung stellen und haben da eigentlich relativ schnell das gemacht. Und bis jetzt ist die Erfahrung wirklich sehr schön, muss ich sagen. Insofern schön, weil es einfach, ja, weil man irgendwas tun kann und nicht nur vorm Fernseher sitzt und machtlos ist, weil man sagt, okay, man kann irgendwas tun, auch wenn wir alle wissen, dass es nur eine Symptombekämpfung ist und die Wurzel natürlich überhaupt nicht irgendwie angreift, aber das können wir sowieso nicht beeinflussen. Und bei aller Tragik ist es einfach auch eine sehr große Bereicherung im Familienleben. Also ist auch ein kleiner Bub dabei und die Kinder vertragen sich unglaublich gut. Man merkt, Sprache ist einfach keine Barriere. Die Herzen sprechen auch von alleine und aber auch darüber hinaus, also wenn man sagt, man macht das nicht, dann ist es auch in Ordnung. Also wir haben ja diverse Freunde, die uns einfach anders unterstützen, sei es mit Kleidungsstücken oder wir kochen alle gemeinsam und essen zusammen und einfach ein bisschen Normalität zu schenken in dieser doch sehr verrückten Zeit, das hat bei uns jetzt gerade einfach gut reingepasst. Ja, und unsere Familie ist natürlich in Kontakt mit Menschen in der Ukraine und so und es ist natürlich schon ein, also man kriegt irgendwie von der Energie oft mit, was die Menschen gerade durchmachen. Also innerhalb von kürzester Zeit einfach alles hinter sich zu lassen. Und natürlich fragt man sich, kann man das auch selbst dann irgendwie stemmen irgendwie? Wir müssen uns da einfach dessen klar sein, dass wir einfach nur jetzt mal, glaube ich, eine Art von Geborgenheit den Leuten geben können, dass sie sich willkommen fühlen. Und alles andere liegt eh nicht in unserer Macht. Das ist halt gerade das, was wir tun können. Aber ich möchte auch ganz wirklich noch mal ganz klar sagen, das muss jeder für sich selbst auch entscheiden, ob man selbst gerade in der Lebensphase ist, dass das geht. Vielleicht wäre das in 2-3 Jahren wieder anders, wenn bei uns die Zwillinge da sind und einfach unser Haus komplett irgendwie im Kinderchaos versinkt. Jetzt haben wir gerade das Potenzial. Und natürlich stellt man sich die Frage, wie lange wird das dauern? Wie lange sind die dann da und so? Und da haben wir einfach von Anfang an gesagt, die Frage stellen wir uns gar nicht, weil sonst tut man es vielleicht nicht. Man kann nur eben hier und jetzt irgendwie was tun, weil wir sehen ständig, die Welt verändert sich ja ständig. Morgen wacht man auf und es ist wieder was anderes. Da kommt eine Pandemie, da kommt ein Krieg. Also man kann ja sowieso nichts mehr planen und mit dem müssen wir uns, glaube ich, irgendwie derzeit zumindest mal ein bisschen abfinden. Ja, wie ist das eigentlich überhaupt? Jetzt werdet ihr bald 4 Kinder haben. Du hast schon angesprochen, wir haben die Pandemie, es ist ein Krieg in Europa. Kann man da noch optimistisch in die Zukunft blicken? Was wollt ihr euren Kindern mit auf ihren Weg geben? Ich glaube, man muss versuchen, optimistisch zu bleiben. Das andere ist irgendwie keine wirkliche Option, weil dann gibt man ja jetzt schon auf. Und die Kinder, die kriegen natürlich mit, in etwa in einer sehr kindlichen Dimension auch und Version, was passiert. Aber man muss auch vorsichtig sein, dass man keine Ängste schürt, dass es irgendwie realistisch bleibt. Aber in Wahrheit wissen wir ja alle selber nicht so genau. Insofern ist ja dieser buddhistische Ansatz hier im Jetzt und den Tag wirklich so zu leben,
nicht wie als wäre er der Letzte, sondern dass man einfach offen und herzlich bleibt und nach vorne blickt und sagt, es kommt auch nach jedem Tal wieder ein Berg und wieder ein Tal und irgendwann gibt es die schöne Aussicht. Ich möchte zumindest daran festhalten und glauben. Ja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, aber ich möchte hier auch schon sagen, also das Verbrechen, was hier in der Ukraine passiert, ist ja nicht nur ein Verbrechen im Hier und Jetzt, sondern es ist wirklich ein Verbrechen an unseren Kindern und an der Folgegeneration, weil einfach die anderen Probleme, die wir auf der Welt haben, ganze Umweltthematik, Klimathematik, das kommt jetzt alles ins Hintertreffen, weil wir uns alle um diesen beschissenen Krieg kümmern müssen und da so viel Energie reingeht. Ich meine, wenn ich höre, dass 100 Milliarden in Rüstung in Deutschland gesteckt werden, 100 Milliarden, die man in zukunftsträchtige Investitionen reingeben könnte, was uns alle was bringt, in den Energiewandel und so weiter. Und das ist das wahre Verbrechen, was ja hier in zweiter Generation noch passiert in der Folge. Also es ist wirklich, da gibt es schon auch pessimistische Ansichten. Da gibt es natürlich Momente, wo man einfach sich denkt, wo führt das alles hin? Mhm. Aber Jean sagt schon, also es bringt nichts. Ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt ja nicht die Ukraine alleine, sondern es betrifft Gesamteuropa und in Wahrheit die ganze Welt, die Kettenreaktion. Das heißt, man muss da irgendwie besonnen dabei bleiben. Und ich glaube, da sind gerade diese ganzen Solidaritätsbekundungen, Konzerte oder Hilfsbereitschaften zwischenmenschlich, auch am Westbahnhof sieht man das immer wieder, das Einzige, was uns noch aufrecht stehen lässt, um zu sagen, wir geben doch jetzt nicht auf, da muss man durch, weiter. Wer jetzt eben keine Karten mehr für euer Konzert ergattert hat, kann sich das eben online anschauen, wie du schon erzählt hast. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob du dann noch dabei sein wirst oder schon in der Babypause, 26. und 27. August, Musical Stars im Steinbuch in St. Margarethen. Aber zumindest du wirst da auch mit dabei sein. Und ich glaube, das wird ja auch ein Teil für den guten Zweck. Genau, da wird auch von jeder Karte wird etwas gespendet, auch für die Kinderburg Rapottenstein. Es gibt ja auch noch andere Themen, die wir in dieser Welt haben, außer die Ukraine. Und natürlich werden viele Projekte auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weil viele Menschen für die Ukraine jetzt spenden und jeder auch nur eine gewisse Kapazität an finanziellen Möglichkeiten im Jahr zur Verfügung hat. Das ist verständlich. Aber hier ist es ganz toll, dass der Veranstalter gesagt hat, 50 Cent, glaube ich, pro Karte geht dann an die Kinderburg Rapottenstein, die auch wiederum Kinder in sehr schweren Zeiten unterstützt, damit sie mal eine Auszeit haben können. Das ist im August, ja, das war letztes Jahr ein wunderbares Konzert, Open Air, ganz toll. Mal schauen, wer dabei. Heuer wird es ein bisschen schwierig werden. Dann platze ich bereits, glaube ich. also freue ich mich schon sehr drauf. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart, weil wir sind leider schon wieder am Ende. Alles, alles Gute dann auch für die bevorstehende Geburt und gute Nerven für die zwei Putzis. Dankeschön. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle, bitte bleiben Sie gesund.